Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Jetzt mal zu trinken aufmachen. Wird jetzt hier zum Reden geben, denke ich mal. Prösterchen. Und wie immer Ende des Jahres, so meine Highlights von Spielen, die mir 2018 sehr gut gefallen haben. Ich habe die einfach unsortiert drinne. Also die sind nicht, ich wollte nicht 1, 2, 3 und das ist das Beste. Das sind so die Spiele, die mir 2018 sehr gut gefallen haben. Ich habe drei Kategorien. Top, dann naja und enttäuschend. Das sind die Spiele, wo vielleicht gut sind, werdet ihr gleich sehen. Aber halt Sachen sind, die mich sehr enttäuscht haben. Und deswegen kein Top-Spiel. Aber teilweise, die Katze ist rollig, teilweise sehr gute Eigenschaften haben. Ich würde sagen, wir fangen aber mit den Top-Spielen an. Und da gibt's, das erste ist eine Ausnahme. Das ist kein einzelnes Spiel, das ist eine Spielereihe, würde ich es jetzt mal, oder eine Art von Spielen. Ja, doch, eine Art von Spielen, kann man so sagen. Und das ist die Playlink-Spiele. Davon ist ausgenommen Planet der Affen, das ist sehr langatmig in Englisch mit deutschen Untertiteln. Und das, was ich angespielt habe mit diesen Bahnwaggons, das fand ich jetzt, naja. Aber die anderen Playlink-Spiele, Wissen es macht Dekaden. Oh, Dekaden ist geiler als das erste ist Wissen es macht. Hidden Agenda, absolut geil. Absolut mega geil, so ein Krimi lösen, entweder gegeneinander, also ich und meine Frau spielen miteinander oder wir spielen gegeneinander, wo wir uns Punkte abluchsen können. Absolut geil, ist wie so ein Film gemacht, wie ein Krimi, wo wir dann auch teilweise was machen können. Absolut geil, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Schimpastisch, ja, da fand ich die Steuerung von einigen Minispielen ein bisschen doof, aber im Team macht das, also wenn man mehrere Leute in einer Party ist, macht das echt, also nicht in einer Party in PlayStation, sondern hier zu Hause, macht das schon echt Spaß, weil die Steuerung gerade so bescheuert ist, teilweise. Aber da gibt es so viele, Fricktastisch und so. Also die Playlink-Spiele, ich hoffe, die machen sie weiter. Also das sind richtig coole Partyspiele, die man wirklich mit 3, 4 Leuten hier so, man bestellt eine Pizza, eine große Familienpizza, futtert Pizza, jeder hat sein Handy in der Hand, meldet sich auf das Spiel mit an und wir spielen eine Runde. Es macht wirklich Spaß, vor allen Dingen, man braucht nicht viele Controller. Wenn man nur einen Controller hat, ist doch scheißegal. Jeder nutzt sein Handy dafür. Und deswegen habe ich das gleich ganz oben hingeschrieben, weil das ist so ein Top. Ja, die gab es sofort, ja, die Playlink-Spiele. Aber ich wollte es unbedingt, weil dieses Jahr kam auch wieder ein Spiel, ein paar, wie Wissen es macht, Dekaden zum Beispiel, kam da raus und so. Und das wollte ich eigentlich unbedingt drin haben, weil das ist so eine Spielreihe, die mir sehr am Herzen liegt, die mir sehr, 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 sehr viel Spaß macht und auch meiner Frau Spaß macht. So. Deswegen wollte ich das unbedingt drin haben. Wartet mal. So, dann haben wir als nächstes God of War. Das Neue, was jetzt dieses Jahr rauskam, absolut geil gemacht. Nicht, was jetzt einige von euch denken, dass ich das geil finde, weil es im hohen Norden spielt. Das ist einer der Gründe. Aber ich bin schon immer ein Riesenfan der God of War-Reihe gewesen. Es macht einfach Spaß, mit Kratos rumzulaufen. Ich werde euch jetzt auch nicht spoilern. Für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, werde ich euch auch nicht das Ende spoilern. Es macht einfach richtig, richtig Spaß. Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Ich finde es auch geil von diesen, von links nach rechts laufen mit Kratos in den ersten God of War Teilen. Das ist jetzt komplett offene Welt und du bist hinter ihm mit der Kamera und es ist einfach cool. Also da muss ich sagen, da ist dem wirklich was gelungen. Endlich mal so einen Schritt nach vorne. Grafik ist geil. Story ist geil, also die Story ist wirklich cool gemacht. Die Soundeffekte sind cool. Auch das Wissenswerte mit diesen nordischen Tafeln, die man da findet, dass er dann zu nordischen Göttern was erzählt, finde ich saugeil. Komm mal vor. Also da haben sie, das ist wirklich so ein Teil, wo ich sage, das habe ich auch auf Platin gemacht.
So, dann kommt das nächste Platin-Spiel von mir. Spider-Man. Also wie gesagt, die sind unsortiert. Also nicht erste, zweite, dritte Platz. Alle, das sind jetzt alle, die mir jetzt so gefallen haben. Spider-Man fand ich auch richtig geil. Ich liebe es mit Spider-Man einfach nur durch zwischen den bei den Häusern so lang und ich finde es geil. Ich finde es mega mäßig geil. Das ist so ein Ding, wo ich sage, da werde ich mir demnächst die DLCs kaufen und dann werden wir mal vielleicht die DLCs noch streamen. Müssen wir mal gucken, weil da bin ich ja leider durch. Ich habe ja Platin. Ich hoffe aber, dass da sowas nochmal kommt. Also nochmal so ein Spider-Man-Teil von Sony. Also das wäre es schon wert. Das wäre es definitiv wert. So, Detroit Become Human, von den Heavy Rain-Machern. Also, was soll man da großartig sagen, außer dass das Spiel einfach Knaller ist? Ich habe es ja gestreamt. Ich will es auch nochmal, ein paar Entscheidungen nochmal wiederholen, ein paar andere Enden kriegen, und ein paar Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo ich sage, Mist, hättest du mal doch anders entschieden, will ich im Nachhinein nochmal ein bisschen gucken, was passiert, wenn ich mich da anders entscheide. Kann ich euch auch nur empfehlen, mit den Robotern und mit. Oh, ich finde es einfach geil. Und noch eine Sache: Ich habe eine Schere da geklaut, wo ich ihr hätte Essen klauen können und einen Hasen. Nein, habe ich eine Zange geklaut und dann lag da auf der Tonne eine Zange, wo ich gesehen habe, die ich zu spät gesehen habe. Meine eigene Schuld. Deswegen müssen wir mal gucken, das war das halt nochmal. So ein paar Szenen oder ein paar oder komplett nochmal neu von vorne anfangen. Ich bin mal am Überlegen. Also ich kann es euch, wie gesagt, nur ans Herz legen, spielt das. Das ist so geil. Da gibt es auch die Heavy Rain Bundle im Store. Heavy Rain. Und auch jetzt komme ich auf den Namen von dem anderen nicht. Ich komme nicht auf den Namen. Mein Namensgedächtnis ist momentan auch echt. Ist sonst schon im Arsch, aber jetzt ist es extrem im Arsch. Da könnt ihr euch auch, ich glaube, da gab es auch mal ein Bundle, ich weiß nicht, ob es jetzt noch gibt. Heavy Rain, dieses andere Spiel, wo ich den Namen jetzt gerade nicht weiß. Und Detroit Become Human im Dreierpack. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber habe ich mal gesehen. Oder ob das nur angekündigt war, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht. Also die kann ich euch nur empfehlen. Also spielt auch von, ja ist doch gut, von den Detroit Become Human-Machern. Die Spiele von davor, die für die PS3 waren, die sie jetzt remastered für die PS4 haben, da könnt ihr nichts falsch machen. Da könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Dann, ja, Spyro, ja, die Trilogie, also die Remastered-Trilogie, das ist so ein Spiel, wo ich sage, Mensch, ich habe mir dann auch dann mal die Spiele angeguckt, wie sie damals aussahen auf der PS1. Dachte, ach du Scheiße. Also da haben sie wirklich richtig geil remastert. Richtig geil remastert und es macht richtig Spaß. Man kommt so in seine Jugend wieder rein. Nischt mit Gewalt. Einfach nur rumrennen, Diamanten suchen, Rätsel lösen, mit den Leuten quatschen. Oh, damals wurden auch die Stimmen dann halt. Da wurde echt sich Mühe gegeben mit der Story und mit den Stimmen und dass auch alles schön zusammenpasst und so. Also das finde ich wirklich geil. Und meine Frau und ich, wir freuen uns schon händeringend auf das Medieval, nicht Medieval. Da freuen wir uns drauf, auf das Remastered, was jetzt dieses Jahr 2019 kommen soll. Das werde ich definitiv holen und ich weiß, das wird meine Frau spielen, weil das hat sie damals geliebt. Da wartet sie jetzt schon drauf. Sie ist so sonst nicht so der Zocker, aber darauf wartet sie. Und ich warte händeringend auf, bitte hört mich doch einer, eine Trilogie, Remastered, Mega Collection, Trilogie, passt ja nicht, sind ja mehrere, von Legacy of Kain. Von mir aus könnt ihr das mit dem komischen Raziel-Typen auch mit reinpacken. Aber das erste von der PS1, das in einer Remastered-Version mit einer geilen Grafik. Leute, guckt euch Spyro an, wie das geht. Macht das bitte mit dem ersten Teil, mit dem zweiten, mit dem dritten, mit allen Teilen. Von mir aus mit dem komischen Raziel-Typen auch. Das ist mir egal. Aber mach doch mal so eine Remastered. Ey, das ist so, so, so geil. Ich würde mir das so wünschen. Das ist so eine Reihe von damals, wo ich sage, die habe ich gefeiert. Da habe ich alle Spiele gesuchtet. Legacy of Kain, die fand ich so geil. Mit dem Vampir, der die Leute ausgelutscht hat. Das würde ich mir wünschen.
Das würde ich mir wünschen. Also das wäre so ein Remaster, Remastered, wo ich sage, und das ist ja nicht mal nur einfach, ja, das machen wir ruf und machen ein bisschen Kantenglättung, ein bisschen tick, tick, tack, tack, bum, bum, schick. Nein, bei Spyro ist es wirklich, ich muss mal gucken, ob ich da ein Video finde, vorher, nachher oder so. Das werde ich euch mal von irgendeiner wird sowas schon gemacht haben, das packe ich euch mal in die Videobeschreibung, wenn ich es finde, also entweder in die Videobeschreibung oder in die Infobox. Also da ist wirklich sehr viel dran gemacht worden. Also das ist so geil, das sieht auch richtig nice aus. Also sowas würde ich mir mit Legacy of Kain wünschen. Sowas würde ich mir mit einigen alten Spielen wünschen. Und nicht nur einfach, ja, wir machen ein altes Spiel auf die PS4, machen ein bisschen Kantenglättung, Rin und Top. Also nee, da muss ich sagen, Activision, top. Also das ist ein Remastered, wo man wirklich sagt, da hat sich das Wort Remastered auch gelohnt. Ist doch gut, die ist ein bisschen rollig, ja, die hielt mir momentan ein bisschen auf den Sack. Und meine Frau ist gerade nicht da, die ist oben, die wickelt die Kleine und gibt ihr Essen. Und da ist sie jetzt hier alleine, die Mausi, und geht mir halt auf den Sack. So, Darksiders 3, das kam ja vor kurzem noch raus. Das ist auch so ein Top-Titel, wo ich sehnlich drauf gewartet habe. Hat aber auch einen Nachteil, wenn du einmal durch bist, kannst du nicht die Sachen, die du vorher gemacht hast, nochmal, wenn du, ich habe jetzt den Boss vergessen zu machen. Also ist so ein optionaler Boss. Bin dahin, wollte den platt machen, war er nicht mehr da. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Also den habe ich vergessen platt zu machen. Das kotzt mich an. Aber sonst finde ich von Darksiders 3 die Story geil. Die haben sich ein bisschen zu viel von Dark Souls abgeguckt, dass wenn du stirbst, bleiben die Seelen irgendwo liegen. Aber sonst ist das wirklich cool gelöst. Also ich bin echt am Überlegen, ob ich das vielleicht nochmal auf der Albtraumebene durchspiele. Ob ich es überhaupt schaffe, weiß ich nicht. Aber da werde ich nur am Fluchen sein. Vielleicht werde ich das nochmal streamen. Als Überbrückung, bis die nächsten coolen Spiele kommen. Aber dann auf Albtraum. Und dann holen wir uns da Platin. So. Ich wollte da eigentlich kein Platin, weil ich es nicht auf Albtraum spielen wollte, weil die Endbosse echt schwer sind. Aber scheißegal, jetzt machen wir das. Eventuell. Mal gucken, ich überlege mir das noch. Ob ich mir da nicht zu weit aus Fenster lege. Dann Kingdom Comes Deliverance. Das habe ich getauscht bei Kleinanzeigen. Nee, wo habe ich nicht getauscht? Nee, nicht getauscht, habe ich gekauft. Das habe ich gekauft bei Facebook. Bei Facebook Marktplatz, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwo habe ich es gekauft. War am Anfang jetzt nicht so begeistert, wo ich so die ersten Bilder gesehen habe. Deswegen habe ich es mir nicht gleich am Anfang gekauft. Und dann die ersten Bewertungen waren auch echt grottig. Und dann hieß es ja, mit den Updates wird es jetzt nach und nach besser. Und dann habe ich gedacht, jetzt kaufst du dir dann doch mal. Könnten wir auch eigentlich mal weiterspielen. Ich habe nur das angezockt gemacht und dann noch so ein bisschen rumgeguckt gehabt. Das könnten wir echt auch mal weiterspielen. Wir mal gucken. Also das hat es auf jeden Fall verdient, auch bei den Top-Spielen 2018 mit bei zu sein. Dann Jurassic World Evolution. Da wird auch der eine oder andere sagen, Jurassic World Evolution, das ist ja nur Park bauen und so. Ja, aber sowas wünsche ich mir nochmal. Das in Team Park. Ich bin bei Jurassic World Evolution bin ich durch. Leider kein Platin, weil die letzte Insel, die ist heftig. Heftig scheiße schwer. Aber richtig scheiße schwer. Da muss ich mal gucken. Vielleicht schaffe ich das irgendwann mal, da auch auf Platin zu kommen. Aber sowas mit dem Bauen und dann kriegt man verschiedene Restaurants freigeschalten und mit den Besucherzahlen, da muss man gucken, ja, wo gehen sie denn jetzt am meisten hin? Was macht man hier für einen Saurier? Was ist, wenn die ausbrechen? Denn noch die Aufträge dazwischen erledigen, oh, um neue Sachen freizuschalten, echt cool, echt geil. Also das ist so ein Spiel, wo man sagt, das ist fesselnd. Ist eigentlich nur ein Bauspiel. Die Grafik ist jetzt auch nicht so bombastisch, weil du siehst ja nur von oben rauf. Du kannst zwar ranzoomen und siehst die Menschen und so. Aber es ist jetzt nur kein Detroit Become Human. Aber der Fun-Faktor ist einfach episch. Der macht so Spaß.
Ich werde mal auch die Tage nochmal versuchen, dass ich da denn, wenn ich zwischendurch ein bisschen Luft habe, vielleicht diese letzte verdammte Insel mal schaffe. Dann haben wir das nächste, The Evil Within 2. Geiles Horrorspiel, geile Grafik, geiler Sound. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Das könnte man auch weitermachen. Das könnte man vielleicht auch. Mal gucken. Also das lohnt sich auch. Das ist, der erste Teil war schon geil. Und jetzt der zweite Teil, da haben sie dann ordentlich nochmal eine Schippe draufgepackt. Auch mit den Soundeffekten. Hört sich alles sehr rund an. Und wenn du dann Dolby, ich habe ja mein Dolby-Headset auf, da hörst du auch echt von links, rechts, hinten. Da denkst du echt, ach du Scheiße, das kommt da hinter mir. Und dann kommen da irgendwelche Viecher und so. Ey, voll geil. Und dann macht auch so eine bedrückende Stimmung das Spiel. Es ist nicht nur mit diesen Schockelementen, jetzt kommen die irgendwo raus. Nein, das spielt auch mit der Stimmung. Dass du halt so diese bedrückenden, oh, jetzt könnte, kommt was, kommt nichts. Und es sieht so aus, als wenn was kommt, aber dann kommt da nichts. Und an einer anderen Stelle, wo du sagst, oh, hier ist ja cool, und da kommt dann doch was. Wo du einfach sagst, ah, geil. Also das kann ich auch empfehlen. Dann Red Dead Redemption, das ist das letzte Spiel, das wird aber zweimal vorkommen in der Liste. Red Dead Redemption 2, auch bei den Top-Spielen 2018, Grafik, Sound, Story ist einfach geil. Es ist episch gemacht, auch lange. Man kann danach noch so viel machen in der Welt. Jagen, das dauert ewig. Jemand, das auf Platin kriegt, ich werde es versuchen. Aber das dauert ewig. Selbst die Story ewig dran gespielt. Absolut cool gemacht. Richtig, richtig cool gemacht. Mich würde aber freuen, wenn Rockstar... Also es war Deutsch mit bei im Spiel, wenn da Deutsche waren. Die wollen halt sehr an der Realität dran sein. Und in Amerika hat man halt Englisch gesprochen oder spricht man Englisch. Aber ich würde mir echt wünschen, wenn die vielleicht doch eine deutsche Synchro langsam mal einführen würden. Weil dass man bei Reiten und gleichzeitig lesen, was da passiert in der Story, ist scheiße. Eine Sache von der Story habe ich ja nicht mitgekriegt. Da musste ich mir seine eigenen Streams nochmal angucken und Pause machen oder laufen lassen, um mir den Untertitel durchzulesen, was da Phase war. Und das ist nicht Sinn und Zweck von dem Spiel. Und das macht mir auch so keinen Spaß. So hat es mir Spaß gemacht, weil einfach Wilde Westen war und so. Aber ich würde mir echt wünschen, dass sie diese Scheiße mal langsam sein lassen und endlich mal ein deutsches Audio einführen, weil das können ja andere auch. Oder wenigstens so für die Leute, die sagen, ich möchte das Original spielen, mit den Originalstimmen und wenn da ein Deutscher spricht, dass der den deutschen Akzent hat und so. Und für die Leute, die sagen, ey, mach mir einfach auf Deutsch, dass man vernünftige Audio, vernünftige Sprecher hat, die alle in Deutsch nachsprechen für die einzelnen Rollen. Dass die Leute, dass für jeden was mit bei ist. Würde mich freuen. Ja, also das ist so ein Ding, wo ich sage, geil. Das wäre toll. Wir reden hier von einer Story. Online kommen wir gleich dazu. Dann haben wir ja die Kategorie Naja. Bei Naja stehen zwei Spiele drin. Einmal Just Cause 4 und einmal Fallout 76. Naja, deswegen, es ist nicht enttäuschend, kommen wir gleich dazu. Naja, deswegen, Just Cause macht Spaß. Man kann alle niederbomben und es macht einfach Spaß, alle kaputt zu bomben. Aber, wenn man es in 4K auf einem HD, auf einem 4K-Fernseher mit HDR spielen will, das Einstellen dauert so scheiße lange. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen weiter gespielt und habe gedacht, es ändert sich was mit dem, wenn du das HDR dann so super eingestellt hast, dass es jetzt so ein Tick besser ist. Also jetzt ist die Grafik so, wo man sagt, ah, da ein bisschen gestellt, da ein bisschen gespielt. So im Spiel ist die geil. Die Grafik in den Videos, die dazwischen kommt, also storybasierend, das sieht aber aus wie PlayStation 3 Grafik. Also gefällt mir nicht. Dann die Grafik von dem Wasser, wenn du jetzt so über das Wasser fließt oder mit dem Boot oder mit dem Wingsuit, guckt euch mal das Wasser an. Ich habe mir jetzt alles nochmal angeguckt. Es ist nicht so, dass es keinen Spaß macht. Es ist, deswegen, naja, es macht richtig, richtig Spaß. Alles niederbomben und so, die Story ist auch gut gemacht. Aber von der Grafik
ist das ein deutlicher Rückschritt zu Just Cause 3 und zu Just Cause 2. Die Explosionen sehen geil aus, ja. Aber selbst das Wasser war in Just Cause 3 und Just Cause 2 besser dargestellt. Ich weiß nicht, das sieht jetzt einfach aus wie eine glatte Fläche mit ein bisschen. Das weiß ich nicht. Also, das fand ich jetzt nicht so toll. Aber der Fun-Faktor ist halt trotzdem toll. Der macht richtig, richtig Spaß. So, dann Fallout 76. Hat mir persönlich megamäßig Spaß gemacht. Naja, also deswegen. Es gibt zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Einmal Story, haben sie gesagt, ist ja nicht. Du kriegst halt immer nur von irgendwelchen Robotern und was weiß ich, irgendwie deine Mission. Das finde ich schade. Ich hätte mir echt gewünscht, dass so ein kleiner Storyfaden wenigstens drin ist. So wie bei Red Dead Online. Dass du dann einen Online-Modus hast, wo dann ein kleiner Storyfaden ist, an dem du dich langhängeln kannst, den du machen kannst, aber nicht machen musst. Und dann halt deine Basen bauen kannst. Das hätte ich mir gewünscht. Und aus meiner Freundschaftsliste hat kaum einer Fallout 76. Deswegen lohnt sich das für mich momentan nicht zu spielen, weil alleine macht es mir keinen Spaß. Ich möchte das, wenn dann, schon mit Leuten zusammenspielen. Deswegen auf der Naja-Liste. Aber so an sich, also Grafik, naja, ein bisschen düster ist es, ein bisschen, hat so ein bisschen Nebelschleier. Wenn sie da noch ein bisschen patchen, ist es cool. Aber so der Fun-Faktor, mir hat der Fun-Faktor sehr gut gefallen. Ich weiß, dass Fallout 76 ganz, ganz schlechte Bewertungen gekriegt hat. Bei Just Cause 4 weiß ich es nicht. Habe ich nicht nachgeguckt. Aber Fallout kam bei meinen, also bei YouTube öfters mal drin vor, wo ich gesehen habe, Scheiße, Scheiße. Kann ich jetzt so nicht unterstreichen, muss ich sagen. Deswegen mag ich ja auch nicht Top- und Flop-Liste zu machen. Ich mache halt eine Liste, die mir gefällt, eine Sache, wo, eine Liste, ein paar Spiele, wo ich sage, naja, und enttäuschend, meine Enttäuschungen, aber nicht Flop. Flop, ich mag dieses Wort Flop nicht so. Weil es gibt Spiele, wo ich sage, zum Beispiel nehmen wir mal Spyro Remastered, das feiere ich total. Aber andere sagen dann schon mal, oh, das ist total der Flop, das ist ein Scheißspiel, gab es damals schon, hätte man sparen können. Ja, deswegen mag ich das nicht. Also wie gesagt, das sind meine Top-Spiele, meine, naja, und meine, die ich sehr enttäuschend fand. So. Wie gesagt, wenn das mehrere hätten noch und ich das mit ein paar Leuten zusammen spielen könnte, wäre das auf der Top-Liste bei mir. Aber so, weil es keiner hat und weil die Story nicht da ist. Und wenn du es alleine spielst, wenn du keinen Storyfaden hast, ist es echt lahmarschig. Dann musst du da selber irgendwo und dann hier und da looten und alleine macht es echt keinen Spaß. Deswegen, naja. Aber es ist halt noch ein Stück besser als enttäuschend. Deswegen, naja. So, enttäuschend. Enttäuschend ist bei mir Far Cry 5 gewesen. Also von dem Spiel war ich sehr, 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 sehr enttäuscht. Grafik geil, Story war cool gemacht, Soundeffekte war geil. Aber die haben mit einem Online-Koop-Modus geworben. Die haben die ganze Zeit Online-Koop. Und wie war es in Wirklichkeit? Ich habe es mit Curry gespielt, auf meinem Spielstand. Danach haben wir das Gleiche, was wir auf meinem Spielstand gespielt haben, auf Currys Spielstand. Also, dass Curry mich eingeladen hat, nochmal gespielt, dass er dahin kommt, wo ich war. Weil er hatte sonst zu wenig Erfahrungspunkte. Er hat die Waffen, die wir jetzt storymäßig gekriegt haben, zum Beispiel von dem einen Bruder, den haben wir abgeknallt, und haben wir das Scharfschützengewehr gekriegt. Die habe ich gekriegt, Curry nicht. Die ganze Landkarte wurde für mich freigeschalten. Die Missionen, die ich gemacht habe, wurden für mich freigeschalten. Curry, seine Landkarte war komplett grau. Da mussten wir halt komplett von null anfangen und da auch noch machen. Weil er soll es ja auch durchgespielt haben in seinem Spielstand, weil bringt ja nichts. Ja, und sonst kommt er ja storymäßig, wird es ja für ihn dann auch schwerer, wenn er nicht so die Punkte nachholt in seinem Storyverlauf, wird es schwerer bei mir mitzukommen, wenn die Gegner schwerer sind mit seinen Punkten verteilen und so. Und da muss ich sagen, wenn man die ganze Zeit mit einem Online-Koop-Modus Werbung macht. Und was ich daran ja enttäuschend finde, ist, Ubisoft kann es ja. Ich bin ja ein Ubisoft-Fanboy. Ach so, ich habe bei den Top-Spielen habe ich noch eins vergessen, fällt mir ein. Kommen wir gleich dazu.
Ubisoft kann's. Guckt euch hier Rainbow Six Siege an oder Wildlands. Ja, die können Online-Spiele machen. Die können auch Koop machen. Da bin ich enttäuscht von. Und dann nützt mir keine geile Grafik, kein geiler Sound, keine geile Story. An sich ist es ein geiles Spiel. Das wäre ein Spiel für Top. Aber wenn man sich von Anfang an darauf freut, dass man es Koop spielen möchte und dann halt zweimal durchspielen muss oder zwischendrin halt von Anfang wieder anfangen muss beim anderen Spielstand. Ich habe es Curry ja versprochen und das ist für mich eine Ehrensache, dass wenn er bei mir mitmacht, klar mache ich bei ihm auch mit, dass er die Scheiße nicht alleine spielen muss. Ist klar. Aber das ist für mich deswegen enttäuschend, weil wenn man mit einem Koop-Modus wirbt, möchte ich halt mit meinem Partner das komplette Spiel im Koop-Modus durchspielen. Und nicht nur ich möchte Sachen freischalten kriegen. Ich möchte, dass wenn mir bei mir jemand dazukommt und mit dem ich zusammen spiele, ihm die Sachen auch freischalten werden. Und nicht, dass du einen Spielstand machst, einmal bis zur Hälfte durchspielst, dann kommt der Partner nicht mehr mit, weil er nicht genug Punkte hat, weil er nicht genug Punkte sammeln konnte. Dann müsst er mich einladen, also raus aus dem Spiel. Er muss mich einladen. Wir spielen die Hälfte wieder bis dahin, wo wir sind. Damit er noch Punkte hat, dass er seinen Skillbaum verbessern kann. Dann gehen wir wieder in meinen Spielstand und so geht es die ganze Zeit. Und das finde ich scheiße. Deswegen ist Far Cry 5 für mich eine mega Enttäuschung gewesen. Und dann nützt mir die Grafik, Sound und die geile Story nichts, weil ich mich als nicht auf das Spiel Far Cry 5 an sich gefreut habe, sondern Far Cry 5 Koop. Und deswegen ist es für mich eine Enttäuschung. Also da muss Ubisoft nachbessern. Nächstes Mal, wenn sie sagen Koop, ein bisschen, einen richtigen Koop bitte. Die haben ja dann zum Schluss, wo wir es schon bestellt hatten, wir hatten ja vorbestellt, da haben sie dann gesagt, ja, dann machen wir mal so, das ist jetzt doch nicht so ganz Koop. Das ist dann halt so anders Koop. Und das finde ich enttäuschend. Finde ich scheiße. So, Metal Gear Survive. Fand ich am Anfang geil. Im Endeffekt ist es auf der enttäuschenden Liste gelandet, weil für einen extra Save Point, um einen neuen Spielstand zu machen oder einen zweiten Save Point zu haben, musst du bezahlen mit echtem Geld. Dann ist das Spiel scheiße schwer. Du findest kaum Loot, um voranzukommen. Du musst ewig weit laufen. Und das finde ich enttäuschend. Also das ist ein bisschen Geldmacherei, muss ich sagen. Und da hätte man aus dem Spiel mehr machen können. Aber so ist es einfach nur enttäuschend. Ich habe mal geguckt, das ist jetzt auch, kostet, kriegst du halt schon für neu für 12 Euro. Ja. Aber, und der Online-Modus. Also ich konnte irgendwie nicht mit anderen Leuten online zusammenspielen, dass man Survive irgendwie zusammen macht. Irgendwie war ich immer nur alleine bei mir. Also das ist halt eine Enttäuschung. Also ich hab gedacht, ey geil, Metal Gear Survive, zwei andere Universum. Aber du in einem Metal Gear Universum mit Kumpel zusammen, dann baut er eine Basis auf und so. Nee, ich baue alleine meine Basis auf. Und die anderen sind irgendwo anders. Und das fand ich enttäuschend. Kann nur sein, dass es nur die Anfangszeit oder dass es kaum einer hat, deswegen nicht wirklich jemand dazu gejoint ist, aber es war halt enttäuschend. Dann Red Dead Redemption 2 Online. Wartet mal, ich muss noch dass ich es nicht vergesse. Ich habe das nämlich aus Versehen gelöscht beim Einfügen der Spiele. Habe ich aus Versehen eins aus der Top-Kategorie gelöscht. So, Red Dead Redemption 2 Online. Nicht Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 ist auf der Top-Liste. Red Dead Redemption 2 Online ist auf der Enttäuschend-Liste. Erstens, das Geldsystem ist dafür ein Arsch. Das ist richtig für einen Arsch. Goldbarren für irgendwelche Scheiße. Goldbarren muss man für teuer Geld kaufen, kann dann nicht mal alles kaufen. Und irgendwie ist die Umrechnung überhaupt nicht gerechtfertigt. Also das haut hinten und vorne nicht hin. Das ist mehr Pay to Win und ich sag mal, auf Pay to Win habe ich keinen Bock. Deswegen habe ich es auch nicht mehr weiter gespielt, weil es mir keinen Bock mehr macht. Wenn es so weitergeht, werde ich Red Dead Redemption 2 auch verkaufen, weil ich dann auf die Scheiße keinen Bock habe. Vielleicht noch die Online-Trophäen machen oder so und dann ist gut. Weil das ist für mich online so enttäuschend. Es hat gute Ansätze gehabt.
Es hat wirklich gute Ansätze gehabt im Online-Modus. Aber wenn man dann ein reines Pay-to-Win draus macht, macht es mir keinen Spaß mehr. Dann macht es mir keinen Spaß mehr. Man kann seine Basis Geld reinstecken für kosmetische Sachen verbessern. Schwachsinn. Waffen und Munition kann man unterwegs kaufen. Ich hätte es geil gefunden, wenn man sein Lager vernünftig ausbauen kann. Da vielleicht im Lager, was weiß ich, nicht nur optisch, dass die optischen Verbesserungen ein bisschen mehr sind. Ja, dass man mehr Schlafplätze hat, auch für befreundete Bandmitglieder. Dass man da eine Waffenkiste hat und da, man kann über das Buch drauf zugreifen, klar. Aber rein optisch, da eine Waffenkiste und Lebensmittel und so, dass man das da so ein bisschen gratis kriegt. Ja, nicht kaufen, sondern ey, ich habe ein Lager, ich habe $200 für dieses scheiß Lager ausgegeben. Muss jeden Tag einen Dollar oder so oder $2 für das Lager ausgeben. Dass man da wenigstens sagt, ey, pass auf, hier ist die Waffenkiste, da ist die Arzneikiste, da ist, oder ein Arzneiwagen, so wie in der Story, und du kannst dir im Wert von $20 am Tag da Lebensmittel nehmen oder Waffen nehmen oder Munition nehmen oder Apothekenzeug nehmen. Ja, und dass man dann auch eine gemeinsame Lagerkiste hat. Dass man, wenn man mit einem Trupp hat oder man spielt immer regelmäßig mit einem Trupp und der Trupp möchte ja das Lager dann auch ausbauen, dass es schön aussieht, mit mehr Plätzen oder was weiß ich. Und noch eine Möglichkeit anzubinden, die Pferde anzubinden oder wenn man da vielleicht einen Außenposten machen könnte. Ja, so wie irgendwie in der Story, wo die ums Lager rumgestanden haben und aufs Lager aufgepasst haben. Dass man da, man kann zwar eine weiße Fahne hissen. Und dann kann man im Lager nicht getötet werden. Aber ich würde echt geiler finden, wenn man das Lager wirklich reell erweitern könnte. Nicht nur optisch, sondern auch, was weiß ich, bestimmen könnte, wo das Lager ist. Wenn man sagen könnte, ich möchte die Farbe, nicht nur die Farbe der Fahne auswählen, sondern auch ein Icon drauf machen oder ein Bild drauf machen. Ich möchte das Lager vergrößern. Ich möchte mehr Schlafmöglichkeiten. Ich möchte diese mit den Ständen das haben. Ich möchte Außenposten haben, die ringsherum stehen und auf das Lager aufpassen. Vielleicht ein festes Lager, dass man sagt, hey, mit ein paar Baumstämmen oder mit so ein bisschen Balken ringsherum, dass man sich so gegen andere Reiter abschirmen kann, dass die da nicht durchs Lager reiten können oder was weiß ich. Also ein bisschen mehr für das Lager und vor allem eine Lagerkiste. Dass der ganze Trupp sagen kann, ey, pass auf, ich hau hier 10 Dollar rein, ich hau 10 Dollar rein, ich hau 10 Dollar rein. Und dann kommt er über Tage hinweg. Und wenn man dann halt wirklich über Tage hinweg schön online spielt und mit mehreren Leuten und jeder packt dann mal wieder mal einen Fünfer, mal einen Dollar, mal 10 Dollar oder so rein. Und man hat genug im Lager, dass man dann, dass jeder das, was da was dazu gibt und dann kauft man eine Erweiterung für das Lager. Ja, dass man sagen kann, ey, guck mal, und dass man da vielleicht abstimmen kann. Ja, dass man sagen kann, Optik. Optik. Wie soll das Lager aussehen mit den Zelten und so was alles? Das ist das beste Beispiel, das gibt es ja. Dass der Lagerchef ist, also ich, weil es ist ja mein Lager, sagt, ey, pass mal auf, hier guckt mal, gucken wir uns das mal an. Und dann markiere ich die Sachen, die mir gefallen. Zeigt, drei, vier, fünf Sachen, die man markieren kann. Und die werden den anderen dann angezeigt und dann können die alle abstimmen, was denen davon am besten gefällt. Bum, 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 bum. Und dann kann man gucken, ah, drei sagen das, einer sagt das und das sagt keiner. Dann nimmst du das, was die Mehrheit sagt, was mehr Leuten gefällt. Und dann kann man da auch mitbestimmen. Ja, das würde mir gefallen. Und online, ach, mal private Server einführen. Man reitet da lang nichts an, es wird jederzeit abgeknallt und das ist echt nervig, wenn du einfach nur ein bisschen online so ein bisschen Mission machen willst mit ein paar Kumpels zusammen und das ist halt nervig. Aber am schlimmsten ist die Pay-to-Win-Sache. Am schlimmsten ist die Pay-to-Win-Sache. Und deswegen ist Red Dead Redemption online, also Red Dead Redemption 2 online für mich sehr enttäuschend. Sehr, sehr, sehr enttäuschend, muss ich so ja noch sagen. Also da hätten sie wirklich mehr machen können. Oder, nein, nicht nur mehr, da hätten sie wesentlich mehr draus machen können. So, kopieren. So, jetzt muss ich den Namen von dem anderen Spiel hier nochmal rein kopieren. Einfügen. So, habt ihr euch bestimmt schon gewundert, warum das nicht drin ist.
So, wir machen nämlich, dann sind wir nämlich mit enttäuschend fertig. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch schnell ein Spiel bei der Top-Liste. Und zwar Assassin's Creed Odyssey. Ich habe es ja gesuchtet. Und das ist nicht drin, weil ich ein Assassin's Creed Fanboy bin. Das ist einfach, weil ich habe es mit meiner Frau hier gesuchtet. Wir haben auf der Couch gelegen. Ich wollte es eigentlich streamen, bin ich nicht zugekommen, weil wir haben das einfach gesuchtet. Meine große Tochter war nicht da und habe ich an dem einen Tag 14 oder 15 Stunden gespielt, wenn das mal reicht, nächsten Tag auch noch mal. Und da hat meine Frau gesagt, oh, willst du nicht Assassin's Creed weiterspielen? Ich will wissen, wie es weitergeht. Da haben wir beide gesuchtet. Also das hat uns beiden sehr gefallen. Meine Frau lag hier, ich lag da und dann haben wir gezockt und gezockt. Und da, ich habe ja auch den Season Pass, haben auch schon den eine DLC durch. Und griechische Geschichten, also es wird ja auch immer weiter erweitert, griechische Geschichten, die Galeeren fand ich jetzt nicht so schwer. Und dann kommt ja auch noch die versteckte Klinge, Part 2 und 3 und Geschichte von Atlantis oder irgendwas mit Atlantis, 1, 2, 3. Ich habe mir auch eine Rüstung gekauft, eine richtig coole, so mit Feuer und so. Das ist so ein Spiel, wo ich sage, ich habe gespielt, was habe ich gespielt? 100. Och, ich glaube 125 Stunden oder sowas. 140 Stunden? Kann auch 140 Stunden sein. Weil ich habe dann, wo ich dann mit der Story fertig war, von oben angefangen, von Griechenland. Ich habe komplett Griechenland alles abgegrast, bis nach unten. Da ist kein Fragezeichen mehr. Kein Icon, was offen ist. Ich habe jede Basis eingenommen. Ich habe jedes Versteck, ich habe jede Höhle, ich habe alles erkundet. Nur noch bei den Inseln fehlt mir ein bisschen was. Das muss ich noch weitermachen. Dass ich da dann auch noch weitermache. Dass ich die komplette, das ist einfach nur, dass ich es komplett habe. Platin habe ich sowieso schon. Und das erste DLC habe ich auch schon durch. Aber einfach nur, ich will alle komplett haben. Und es macht einfach Spaß. Es macht wirklich megamäßig Spaß. Dieses Jahr kommt kein Assassin's Creed. Ich hoffe, die legen mehr Content nach, auch von den griechischen Geschichten, dass sich das lohnt, wirklich bis nächstes Jahr zu warten. Weil das finde ich echt schade. Also es kommt ja für Besitzer des Season Pass sowieso noch Assassin's Creed 3 Remastered jetzt raus und Liberation Remastered. Also ihr kriegt, wenn ihr den Season Pass habt, kauft für, was kostet da 29 Dollar, Euro oder sowas. Bei mir war er bei meiner großen Collection gleich mit bei. Da bekommt ihr nicht nur dreimal DLC, also die verborgene Klinge, Part 1, 2, 3, die Geschichten von Atlantis, Part 1, 2, 3. Griechische Geschichten sind ja sowieso gratis. Nein, ihr bekommt zusätzlich noch das komplette Spiel Assassin's Creed 3 Remastered und Assassin's Creed Liberation Remastered. Wenn ich die habe, wenn die raus sind, fehlt mir nur noch Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 1 für die PS4. Dann habe ich sie alle in Remastered in einer geileren Grafik als damals. Ja, und dann kommt schon die PS5 und dann kommen sie alle nochmal als Remaster für die PS5. Dann kaufe ich sie mir aber nicht nochmal. Ich hoffe, die PS5 wird abwärtskompatibel sein. Wenn nicht. Nee, nochmal kaufe ich sie nicht. Nochmal kaufe ich sie nicht, da müssen sie sich was einfallen lassen. Aber mir fehlt, wie gesagt, Assassin's Creed 1. Aber da müssten sie Trophäen drin machen. Weil es darf ja seit dem und dem Datum nur noch Spiele mit Trophäen geben. Also hätten, aber wenn sie bei Spyro the Dragon machen in Remastered und das geil hinkriegen und Trophäen rinkriegen, dann werden sie doch mal hier Assassin's Creed 1 auch nochmal als Remastered rausklatschen können mit ein paar Trophäen rin geklatscht. Was weiß ich. Lauf da lang, Trophäe. Erste Part, Trophäe. Beende das Spiel, drei Trophäen. Was weiß ich. Lasst euch was einfallen, aber macht das. So. Dann würde ich sagen, dann wartet auch. Ich muss mir noch den Link kopieren hier. Ich habe schon viel zu lange gequatscht. Ich wollte eigentlich ja nicht so lange machen. Wenn ihr noch Fragen zu meinen Tops, naja, und enttäuschenden Spielen habt, einfach mal in die Kommentare posten. Wie gesagt, Far Cry 5, muss ich noch mal dazu sagen, nicht, dass er mich da falsch versteht. Es wäre auf der Top-Liste, wenn ich mich nur auf Far Cry 5 gefreut hätte. Und Far Cry 5 ist eigentlich ein Top-Wert. Also wäre eigentlich ein Top-Wert. Also wäre bei den Top-Liste mit drinne. Es ist auch ein Top-Spiel. Ich habe Platin gemacht, mir hat es Spaß gemacht. Aber wenn man sich von Anfang an als darauf freut, nicht auf Far Cry 5, sondern Far Cry 5 Co-op, deswegen ist das auf der enttäuschenden Liste. Und weil man es doppelt durchspielen kann. Weil ich finde es echt scheiße, wenn jemand bei mir dann mitspielt
Und der wird dann im Regen stehen gelassen und steht dann da, ja, mein Spielstand ist nicht fertig. Muss ich nochmal von vorne, muss ich selber auch nochmal spielen. Das finde ich doof. Und ich habe es gerne gemacht, ich bei Curry mitgeholfen und so. Aber da müssen sie definitiv verbessern. Also beim nächsten Mal, also deswegen werde ich mir die nächste Far Cry auch nicht holen. Da warte ich erstmal ab. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, in die Kommentare posten. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns weiter wieder im nächsten Video. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ahoi, sagt euer Odin.